Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu Format NZZ, dem Magazin der Neuen Zürcher Zeitung. Heute geht es bei uns um Labyrinthe, um die Irrgärten, die die Menschen seit Jahrtausenden ebenso faszinieren wie verängstigen und heute eine eigentliche Renaissance erleben. Damit Sie sich in unserer Labyrinth-Sendung nicht verirren, hier unsere Themen. In der Wissenschaft werden Labyrinthe seit rund 100 Jahren bei der Erforschung des Orientierungssinns eingesetzt. Von Daedalus bis zum Supermarkt reicht die Geschichte der Labyrinthe. Und schließlich sind Labyrinthe auch ein Geschäft, als touristische Attraktion wie zum Beispiel als Spiegellabyrinth. Das Schönste dieser Art zeigen wir Ihnen in unserer Rubrik Swissmade. Wenn Sie ein eigenes Labyrinth wollen, bestellen Sie eins, vorausgesetzt Sie besitzen ein entsprechendes Grundstück. Beim wichtigsten Labyrinth-Designer der Welt, einem Briten, wie könnte es anders sein? Seine Irrgärten entwirft er für verschrobene Adlige, genauso wie als Ausbildungsstätte für Behinderte. Adrian Fisher aus der englischen Stadt St. Albans in der Nähe von London hat einen ungewöhnlichen Beruf. Er ist Designer von Labyrinthen und führend auf diesem Gebiet. Das kleinste ist ein mathematisches Spiel und schon für 300 Pfund zu haben. Bis heute hat Adrian Fisher in Europa, Amerika und Asien über 70 Labyrinthe gestaltet und verschiedene Preise dafür gewonnen. Ah. A color maze. Each time you reach a junction, you change from one color to another. Im Park von Leeds Castle in der Grafschaft Kent steht eines von Adrian Fishers größten Labyrinthen. Die Besucherzahl hat sich seit seiner Errichtung verdreifacht und lohnt die Investition von einer Viertelmillion Pfund bei weitem. Der Faszination der Labyrinthe kann sich kaum jemand entziehen. Adrian Fisher, eigentlich Unternehmensberater, hat sein erstes vor 20 Jahren im Garten seines Vaters gebaut. Seither haben ihn die Labyrinthe nicht mehr losgelassen. The intriguing thing is that the maze experience is very similar. So that you start by approaching the maze and you don't know all about it until finally you. Es ist eigenartig, dass die Erfahrung in einem Labyrinth immer wieder gleich ist. Zuerst weißt du nichts von ihm. Dann gehst du hinein, läufst herum, bekommst ein Gefühl für das Labyrinth und spürst seinen Windungen nach. Und dann erst weißt du, was zu tun ist. Du merkst, dass du ein Ziel suchen musst und stellst eine Vermutung an, wie du es erreichen kannst. Wenn du es schließlich findest, hat sich deine Vermutung bestätigt und du bist sehr befriedigt, weil dir etwas gelungen ist und du das Ziel auf positive Weise erreicht hast. Your hypothesis has worked. You have backed your own skill. And as a result, you feel very positive about it. You feel you've achieved something because you've reached the goal positively. Wer das Zentrum dieses Labyrinths erreicht hat, muss nicht fürchten, den Weg wieder zurückfinden zu müssen. Dem einfallsreichen Designer, dem der Spaß des Besuchers über alles geht, wäre das zu langweilig. Und er hat darum einen direkten Ausgang geschaffen, hier getarnt durch eine geheimnisvolle Grotte. Die Grotte ist mit mythologischen Motiven ausgestattet, entstanden aus Tausenden von Muscheln. Auf eine spielerische Art, die nichts mit Esoterik zu tun hat, gibt Adrian Fisher seinen Labyrinthen Symbolik. Durch einen 20 Meter langen unterirdischen Tunnel, der die Metamorphose nach dem Tod darstellt, gelangt der Besucher schließlich wieder ans Tageslicht. Mazes is it's a kind of journey of the path of life, and the earliest mazes were indeed no choices at all. They were just leading you from birth to death. But the more modern. Ein Labyrinth ist eine Art Lebensweg. In den ersten Labyrinthen gab es keine Wahl. Sie führten einfach von der Geburt bis zum Tod. Die Modernen geben die Möglichkeit, zu wählen und Entscheidungen zu treffen. Und das wiederum nimmt die Idee auf, dass man zwischen verschiedenen Lebenswegen wählen kann. Der Anfang könnte Empfängnis statt Geburt sein. Der Tod könnte irgendwann auf dem Weg durchs Labyrinth eintreten.
Und das Ziel könnte die Erlösung sein. Wichtig ist, wie man sein Leben lebt und nicht, dass man am Ende in seine kleine Kiste kommt. Und das Wichtigste am Labyrinth ist eben der lustvolle Weg hindurch und nicht nur das Erreichen des Zentrums. Maybe the important thing about a maze is the joyful way in which you go through the maze rather than only getting to the goal. Die Engländer lieben Labyrinthe und nutzen sie auf ihre eigene Weise. Dieses Werk von Adrian Fisher liegt im Zentrum der alten englischen Stadt Bath. Das Mosaik in der Mitte zeigt Bilder aus der Sage von Minotaurus, dem Wappentier von Fischers Einmannunternehmen Minotaur Designs. Das elliptische, nur scheinbar symmetrische Labyrinth fügt sich so vollkommen in seine Umgebung ein, wie wenn es schon immer da gewesen wäre. Es zeigt, wie sensibel der Designer bei der Gestaltung seiner Werke auf den Ort reagiert. Jedes von Adrian Fishers Labyrinthen ist anders. Das Spiegellabyrinth in Wookie Hole Caves im Südwesten Englands ist Teil eines Vergnügungsparks. Es folgt einem einzigen Weg und erhält seinen Labyrinthcharakter durch die optische Täuschung. Adrian Fisher, als Designer ein Autodidakt mit mathematischem und künstlerischem Flair, offenbart hier ein weiteres Geheimnis seiner Leidenschaft für Labyrinthe. Das Kind im Manne ist lebendig geblieben. Der englische König Alfred wollte einen Tag mit 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Schlaf und 8 Stunden Spiel. Heute spielen wir viel zu wenig. Vielleicht haben Labyrinthe etwas damit zu tun. Spielen Sie gern? Ich spiele gern. Wir sollten es alle tun. Es hat viel mit dem Suchen nach Lösungen zu tun. Wenn man die Architektur in unseren Städten anschaut, bei Schulen oder Arbeitsplätzen zum Beispiel, ist es oft enttäuschend. Die Leute sind nicht spielerisch genug. Wenn man den Mut zum Spiel hat, geht alles besser. Longleat House in Südengland. Lord Bath, der Besitzer dieses elisabethanischen Herrenhauses, ist ein Liebhaber von Labyrinthen und hat bereits 2 davon. Adrian Fisher wird das 3. gestalten und es soll nicht das letzte sein. Oh, the secret garden. It divides into its various little compartments. Hier im geheimen Garten von Longleat soll Merlins magisches Labyrinth mit Motiven aus der Sage um König Artus und seine Ritter entstehen. Die Pläne zu diesem Labyrinth sind in Adrian Fishers Vorstellung schon vorhanden. Er diskutiert nun mit Lord Bath über die Verwirklichung. Shall we call it history? But definitely Wessex, which is where we are at Longleat. So we start from here and the first surprise is that we're leading downwards down these steps. Into a pool. Mm-hmm. There will be a pool here, right round. And the steps are still steps here. Yes, the trees stay here. Pool here, then where the walk? The walk pool? Round no, outside. Not at all, no, because here we walk onto a bridge. Ah, yes. Bei der Gestaltung berücksichtigt der einstige Unternehmensberater auch den finanziellen Aufwand und Ertrag. Für Lord Bath sind die Labyrinthe als Attraktion für die Besucher eine wichtige Einnahmequelle. Yes, the purpose here is that well, the original thing that was attracting them to this park was a wonderful stately home, wonderful architecture, wonderful treasure. Ursprünglich wurden die Besucher angezogen von diesem wundervollen Herrenhaus und den Schätzen darin. Wenn aber noch etwas hinzukommt, wie ein Safari-Park oder Labyrinthe, kommen zusätzliche Besucher und wollen das Übrige auch noch sehen. Und so können sie das Schloss erhalten.
Das ist heute der einzige Weg. Nach dem Krieg befürchtete mein Vater, das Haus würde langsam zerfallen. Er war der Erste, der sein Schloss auf kommerzieller Basis für das Publikum öffnete und richtete als Erster einen Safari-Park ein. Aber ich werde der Erste sein in Großbritannien mit einer großen Zahl von Labyrinthen. To be the first to have a huge complex of mazes. Fischer entwickelt seine Arbeit ständig weiter. The interesting aspect of much of my recent work is the way that we have very strong and socially important. Das Interessante an meinen letzten Werken ist der starke soziale Bezug. Ein gutes Beispiel dafür ist das Labyrinth für Blinde. Ich wollte einen Ort schaffen, wo die blinden Kinder in Sicherheit lernen können, wie man sich in der gefährlichen Außenwelt bewegt. Mit Spaß lernt man besser. Und darum machten wir ein Labyrinth. Multisensory Mobility Maze. In der Schule für blinde und sehbehinderte Kinder in Worcester ist dieses Labyrinth Teil des Unterrichts. Erbaut wurde die Anlage in 2 Tagen, begleitet von einer Live-Sendung des englischen Fernsehens. Vom Designer bis zum Maurer arbeiteten alle ohne Lohn. Und das Material wurde kostenlos zur Verfügung gestellt. Bei der Planung befasste sich der Designer intensiv mit den Problemen, die den Blinden im Alltag begegnen. Der 10-jährige André, Adrian Fischers blinder Freund, kennt das Labyrinth schon ganz genau. Make a call then. Come on. What would you do to make a telephone call? Pick up the receiver. Okay, and then what do you do? But you haven't put any money in yet, have you? No. No. But I could always stick my credit card in. But I don't Does it take a credit card? Yes. When you put a credit card down the side, it takes the money out of your bank, and then, well, you haven't got no money left, have you? Really? The 11-step tower, we're at the top here. You get a very good view from up here. What can you see? Nothing at all, but it's nice to listen to the birds and lots of cars going by. Maybe cold, but it's very good. Die blinden Kinder lieben dieses Labyrinth und der Weg hier drinnen hilft ihnen, den Weg draußen besser zu finden. Earlier mazes, you could just turn the last corner and there was the goal. In den alten Labyrinthen biegst du einfach um die Ecke, hast das Ziel erreicht und nichts dafür getan. In den modernen hingegen hast du aktiv für den Erfolg gearbeitet. Und das ist sehr befriedigend. In vielen ist das eine Allegorie des Lebens. Am Anfang bist du sehr jung und hast Mühe, die Welt zu verstehen. Wenn du größer wirst, entdeckst du immer mehr und lernst, wie du dich in der Welt bewegen musst. Zum Beispiel lernst du Radfahren. Mit der Zeit fragst du dich immer mehr, was dein Ziel ist, was du in deinem Leben tun willst. Und du beginnst zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. Dann nimmt dein Leben Form an. Und du hast eine große Befriedigung, weil du daran gearbeitet hast. And at that stage your life is beginning to have a shape and you have much more sense of satisfaction because you've worked at it. Kentwell Hall in Suffolk ist ein privates Schloss aus der Tudorzeit, eingebettet in eine ländliche Idylle. Adrian Fischer hat im Schloss mit seinem Labyrinth aus Backsteinen in Form einer Tudor-Rose den letzten Schliff gegeben. Es ist eines seiner schönsten Werke, dem sicherlich noch viele folgen werden. Labyrinthe findet man seit Jahrtausenden
und in den verschiedensten Kulturen. Bei den Griechen ebenso wie bei den Indern und den nordamerikanischen Indianern. Doch seit wann Menschen Labyrinthe bauen, weiß man ebenso wenig, wie man den genauen Ursprung des Wortes kennt. Im Verlauf seiner Geschichte aber hat es sich in Form und Bedeutung markant gewandelt. Unsere Geschichte des Labyrinths beginnt mit dem mythischen Labyrinth von Kreta und seinem Erbauer Daedalus. Na links! Na vor! Na links! Na rechts! Daedalus und Ikarus. Fast jedem Kind sind diese Gestalten bekannt. Vater und Sohn in auswegloser Situation. Griechische Mythologie. Als Strafarbeit schuf Daedalus auf Kreta ein Labyrinth, aus dem er selbst nicht mehr herausfand. Der Bau gilt als Inbegriff des Labyrinths. Überreste eines vergleichbaren Rundtempels in Epidaurus lassen die Form des Labyrinths erahnen. Es gibt nur einen Weg, der ins Labyrinth hinein und der in umgekehrter Richtung wieder hinausführt. Vorbild war ein Tanz zu Ehren der Göttin Ariadne, eine auf dem Boden gezeichnete Choreografie, auf der sich die Tanzenden bewegten. Daedalus und Ikarus aber verging das Tanzen, denn das Labyrinth verstellt dem Menschen den Horizont, sodass die Sinne in die Irre gehen. Diese Münze aus dem 3. Jahrhundert vor Christus hatten Daedalus und Ikarus wohl nicht zur Hand. Das Labyrinth war als Gefängnis für das Ungeheuer Minotaurus gedacht. Jungfrauen und Jünglinge wurden hier geopfert, bis Theseus das Untier bezwang und dank des Fadens der Ariadne aus dem Labyrinth wieder herausfand. Die Abbildung des Kampfes steht auch bei diesem römischen Mosaiklabyrinth im Zentrum. In ihrer Struktur erinnert die von Römern gegründete Stadt Timgada in Nordafrika an das römische Labyrinth. Vier Sektoren, ein Zentrum, drumherum Stadtmauern. Der mythische Opferweg wird bei den Römern zur urbanen Festung, das Labyrinth zum Sinnbild für die Stadt schlechthin. Kein Wunder, dass Labyrinthmosaike die Böden vieler römischer Villen schmücken. Hätten Daedalus und Ikarus geahnt, wie sich die Labyrinthe im Laufe der Zeit verändern, sie wären wohl noch mehr außer sich geraten. Wie finde ich mich, hier armes Kind, in diesem dollen Labyrinth? Meiner Seele wird gewiss Angst und Bang, soll ich hierin verharren lang. Aus diesem Labyrinth spricht die geplagte Seele des mittelalterlichen Christen. Dominiert wird das christliche Labyrinth durch die Form des Kreuzes. Wie hier im elsässischen Celesta oder in Chartres ist der Eintritt in die Kirche zugleich Eintritt ins Labyrinth. Der kurvenreiche Lebensweg ist mit Versuchungen und Sünden gepflastert, Symbol für das irdische Jammertal, durch das der Mensch hindurch muss. Das Labyrinth lässt einem aber keine Wahl, nur ein Weg führt zum Ziel, vorausgesetzt, man steht ihn durch, tugend und standhaft. Ich halte fest an Gottes Wort. Das ist mein Stab, das ist mein Hort. Ich will nach Haus! 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 Ikarus? Nee, Vater! Ikarus? Nee, Vater!
Ein Gebot der Zeit, auch für die Administration von Bankgeschäften. Über 100 Personen arbeiten in diesem Großraumbüro, das kein Raum mehr ist, sondern eine Schicht mit labyrinthischen Waben, vielfältig verbunden durch variable Organisationsstraßen. Im Namen der Flexibilität werden jährlich 30% der Arbeitsplätze umgebaut und neu installiert. Das Labyrinth ist beweglich geworden, hier wie anderswo. Und der Mensch bereit, sich in labyrinthischen Irrgärten immer wieder neu zu orientieren. Wie sagte schon Friedrich Dürrenmatt? Die Welt ist ein Labyrinth. Das heißt, ich bin in einer Welt, die ich nicht verstehe. Eine Welt, in der ich herumirre. Eine Welt, in der ich... Die Verwirrung wird simuliert, der Orientierungs- und Wahrnehmungssinn herausgefordert, die Entdeckungslust gesteigert. Felipe! Was? Ich habe gefunden! Der Altrang? Nichts wäre unsinniger als hier, wie einst Daedalus und Ikarus, den Ausgang zu suchen. Denn ohne Faden der Ariadne kommt aus dem Labyrinth keiner lebend heraus. Ich da. Ikarus! Hier! Ikarus! Ikarus! Hier! Ikarus! Ikarus! Hier! Ikarus! Vader! Ik val! Neben den Architekten setzen sich auch Künstler mit dem Labyrinth auseinander, als Metapher für die Welt. Friedrich Dürrenmatt hat dies mit einem Roman und Bildern zum Labyrinth getan. Der britische Künstler Richard Long greift stets wieder labyrinthische Themen in seinen Steinskulpturen auf. Eine spezielle Affinität zum Labyrinth hat der französische Künstler Christian Poltanski. Er gestaltet immer wieder skulpturale Irrgärten mit Reliquien, die die menschliche Vergänglichkeit, den Tod, symbolisieren. Von ihm stammt der Satz, die Kunst soll Gefühle wecken. Anne-Françoise Ruda, Brunello Bonomi, Edouard Blechschachteln, Lys aufgetürmt für die Toten. Frilly, Clément Gay, Henri Camusot, jedem eine. Mit seinen Überresten, seiner Geschichte, seinen Erinnerungen und Wünschen. Wer weiß. Les Suisses morts, tote Schweizer. Labyrinth der Erinnerung, Denkmal des Todes. Die Wege gehen zwischen ihnen durch, um sie herum, an ihnen vorbei. Sich erinnern? Aber woran? Alle waren sie jemand. Jetzt sind sie nichts mehr. Les Suisses morts. Aus dem Labyrinth der Erinnerung gibt es keinen Ausweg. Blechschachteln, aufgetürmt für die Toten.
sich erinnern? Aber woran? Boltanskis labyrinthische Installationen sind Mahnungen zur eigenen Vergänglichkeit und Warnungen vor dem Vergessen. Gegen das Vergessen werden auch in der Wissenschaft Labyrinthe verwendet. Seit bald 100 Jahren nämlich werden sie in den verschiedensten Formen in der Hirn- und Verhaltensforschung eingesetzt. Erkenntnisse für die Pharmakologie, Medikamente gegen das Altern des Hirns sind unter anderem das Ziel. Ratten und Mäuse sind es vor allem, die für Tests in Labyrinthen eingesetzt werden. Sie sind gute Schwimmer, aber ruhen sich gern aus. Deshalb eignen sie sich speziell für das Wasserlabyrinth. Es wird seit rund 10 Jahren verwendet und ist heute international die verbreitetste Labyrinth-Versuchsanordnung zur Erforschung des Gehirns, speziell des Gedächtnisses und des Orientierungssinns. Alle Versuchsanordnungen, in denen ein Tier seinen Weg suchen muss, hat man traditionsgemäß immer als Labyrinth bezeichnet. Und vom Prinzip her ist das bei diesem Wasserlabyrinth genau das Gleiche. Es hat ein Ziel, von dessen Existenz das Tier am Anfang nichts weiß. Dann mit der Zeit durch Training lernt es, dieses Ziel zu lokalisieren. Und die Zeitspanne, die das Tier benötigt, um die Plattform zu erreichen, die wird immer kürzer. Die ältesten Versuchsanordnungen, die man als Labyrinthe bezeichnen kann, waren eine echte Kopie eines Irrgartens. Und das ist etwa 1898 gewesen, wo Small zum ersten Mal so ein Labyrinth benutzt hat. Also in den ersten 20, 30 Jahren war die Frage hauptsächlich darauf ausgerichtet, was können Tiere lernen? Dann kam die große Frage, so um die 20, 30er Jahre, wie lernen die Tiere diese Aufgabe? Benutzen sie dazu nur ihre Augen, nur ihre Ohren oder nur ihre Nase oder taktile Sinne? Für jede Frage wurde ein geeignetes Labyrinth entwickelt. Mit diesem Labyrinth testete man in den 50er Jahren, ob sich auch blinde Ratten den Weg merken können. Sie konnten es. Um zu wissen, ob der Geruchssinn dabei eine Rolle spielte, schaltete man mit diesem Schwimmlabyrinth die Möglichkeit aus, Geruchsspuren zu hinterlassen. Die Erkenntnis war, dass alle Sinnesorgane je nach Umständen für die Orientierung eingesetzt werden können. Man testete das Labyrinthlernen damals auch unter Einfluss verschiedenster Faktoren, wie etwa Alkohol, Stress oder Proteinmangel. In den 60er Jahren kam dann die Frage auf, kann man mit Hilfe von Substanzen die Lernleistung im Labyrinth verbessern oder verschlechtern? Und welche Hirnteile haben welche Funktion beim Labyrinthlernen? Grundlagenforschung betreibt heute beispielsweise die Universität Lausanne, unter anderem mit diesem Trockenlabyrinth. Eine Ratte lernt zuerst ihren Fluchtweg kennen. Und dann will man wissen, wie genau sie sich daran erinnern kann, wenn der Fluchtweg verstopft ist. Eine gesunde junge Ratte umkreist diesen Ort, den sie sich aufgrund des umgebenden Raumes gemerkt hat. Eine Ratte mit Gedächtnisstörungen insistiert nicht. Verschiedene Kontrollanordnungen zeigen dann, welche Substanzen im Gehirn bei einer schlechten Orientierungsleistung zerstört sind. Das ist ein ganz hübscher Test, um die Erinnerungsdefizite beim Altern aufzuzeigen. Man entdeckt dabei, dass ein älteres Tier zwar seine Orientierungsfähigkeit im Raum behält, aber viel weniger aufmerksam die Umwelt wahrnimmt, die gerade für die Orientierung wichtig ist. Mit dem Kletterlabyrinth wird das dreidimensionale Orientierungsvermögen getestet. Für Ratten sind Labyrinthe nicht ungewohnt. Sie entsprechen ihrer natürlichen Umgebung, den verzweigten Gängen. Es que nous avons pu observer, c'était que de fait, non seulement ils apprennent
Wir konnten feststellen, dass die Ratten nicht nur diese dritte Dimension gut lernen, sondern dass sie sich zuerst die Höhe merken, wo sie die Nahrung, hier die Schokolade, finden. Das heißt, sie sind bestrebt, Kräfte zu sparen. Erst wenn sie sich die Höhe gemerkt haben, konzentrieren sie sich auf den genauen Ort auf dieser Ebene. In welcher Schachtel befindet sich die Kondensmilch in diesem Supermarkt? Das seit gut 20 Jahren bekannte Radiallabyrinth, das in Lausanne weiterentwickelt wurde, testet die Gedächtniskapazität, denn die Ratte will auch hier nicht unnötige Wege zurücklegen, sondern nur dorthin laufen, wo die Büchse voll ist. Die konkrete Auswertung der Ergebnisse für die Humanmedizin ist auch für die pharmazeutische Industrie interessant. Bei der Ratte wie beim Menschen nimmt die Lernleistung mit zunehmendem Alter ab. Derartige Abnahmen kann man sehr leicht feststellen mit Hilfe eines Labyrinths. Hat man nun ein Präparat, das die Lernleistung eines alten Tieres im Labyrinth verbessert, ist es verdächtig natürlich, dass es die gleiche Wirkung beim Menschen haben könnte. Labyrinthe sind Spiele. Seit der Renaissance wurden Labyrinthe als Vergnügungsorte gebaut, gleichzeitig aber auch als Orte des In-sich-Gehens. Denn Labyrinthe haben den Menschen immer wieder gezeigt, dass die Wahl des richtigen Weges auch auf dem Zufall beruht. Die Verwirrung auf die Spitze getrieben haben Ende des letzten Jahrhunderts die Spiegellabyrinthe. Gebaut wurden sie als touristische Attraktion. Wahrscheinlich der schönste Spiegelirrgarten der Welt steht in Luzern. Näheres dazu in der gleich anschließenden Sendung Swissmail. Wenn Sie in Luzern die Alhambra besuchen wollen, dann fahren Sie zum Gletschergarten beim Löwendenkmal, Denkmalstraße 4. Das islamischste aller Bauwerke, auf allerchristlichstem Boden, zu sehen an einem der touristischsten Plätze der Schweiz. Ein wahres Labyrinth von Superlativen. Und doch, alles nur Schein und Trug. Denn lauter Spiegel sind es, die uns diese orientalische Üppigkeit so täuschend echt vorgaukeln. Aus einem Brunnensechstel und zwei Löwen lassen 10 Spiegel den berühmten Löwenhof der Alhambra mit seinem Löwenbrunnen vor unseren Augen in seiner ganzen Pracht erstehen. Prächtiger sieht er auch in Granada nicht aus. Nur, dass wir uns hier in einem veritablen Spiegellabyrinth befinden. Der Zürcher Architekt Heinrich Ernst hatte es für die Schweizerische Landesausstellung von 1896 in Genf entworfen. Auf dem Höhepunkt des Alhambra-Booms, der damals ganz Europa angesteckt hatte. Kaum je waren bürgerliche Sehnsüchte exotischer als in dieser Gründerzeit. Bürgerlich handfest war hingegen die Erkenntnis, dass damit Geld zu verdienen sei. So kam die Alhambra in den Gletschergarten von Luzern, nachdem sie bereits in Genf ein großer Erfolg war. In Luzern ist sie nun seit 1899 eine Touristenattraktion. Vor 3 Jahren musste das Luzerner Spiegellabyrinth rekonstruiert und erweitert werden. Die begehbare Fläche des Spiegelsaals besteht aus 124 Dreiecken mit 1,60 Meter Seitenlänge. 90 Spiegel in einem ausgeklügelten System mit Winkeln von 60, 120 und 180 Grad erzeugen Illusionen von unendlichen Gängen.
Wissenschaftliche Publikationen haben versucht, die optischen Effekte zu erklären. Diese sind so komplex, dass die Konstruktion nur mit Hilfe eines Modells möglich war. Auch heute fasziniert das restaurierte Alhambra-Spiegellabyrinth wieder über 150.000 Besucher pro Jahr. Es gilt als der größte und schönste Spiegelirrgarten, der überhaupt je geschaffen wurde. Vielleicht, dass heute die Lust an der Exotik etwas kleiner, diejenige an der Irritation größer geworden ist. In einer Zeit, wo Bilder elektronisch beliebig multipliziert werden, gehört die optische Multiplikation mit Spiegeln wohl bald einmal zur guten alten Zeit. Wie im realen Leben sind es am Ende die Kinder, die am besten wissen, wie man aus einem Irrgarten wieder herausfindet.